kurzem hatten wir eine sehr intensive Gebetszeit und als wir zum Ende gekommen waren, wollte ich aufstehen. Plötzlich durchzuckte mich ein heftiger, stechender Schmerz im Rücken. Ich versuchte, mich vorsichtig hinzusetzen und ein bisschen mit Dehnen und Strecken dem entgegenzuwirken, aber es hatte eigentlich fast den gegenteiligen Effekt. Wir begannen sofort im Gebet dagegen zu stehen, gegen diese Attacke des Feindes zu proklamieren, dass der Sieg Jesu größer ist als das, was der Feind an Attacke jetzt auf mich abladen wollte. Wir nahmen das Abendmahl und proklamierten, dass das Blut Jesu uns frei macht, dass das Blut Jesu uns bedeckt und dass das Blut Jesu für unsere Heilung der Garant ist. Wir salbten diese Stelle, die so schmerzhaft war, mit Öl und proklamierten auch darin den Sieg Jesu über diese plötzliche Attacke. Dieser Hexenschuss, der mich erwischt hatte, musste zurückgewiesen werden. Wir mussten das Blut Jesu in Anspruch nehmen, indem wir gerettet, geheilt und wiederhergestellt werden. Ich legte mich trotzdem auf ein Heizkissen und das war für mich bei einer Außentemperatur von 35 Grad eine echte Herausforderung. Nun lag ich da und dachte darüber nach, was mir jetzt so passiert war. Die Schmerzen waren wirklich sehr herausfordernd und ich konnte mich kaum bewegen. Als ich eine Zeit lang da lag, dachte ich, Herr, was ist das jetzt? Ich brauche wirklich jetzt ein Wort von dir, das mich ermutigt, das mich aufbaut, das mich rausholt aus dieser Bedrückung, die ich ja auch empfunden hatte. Und so griff ich ein bisschen vorsichtig zu meinem Nachtschränkchen und konnte ein kleines Heftchen erwischen, was ich dort immer liegen habe. Es liegen immer dort Bücher oder Hefte, die ich schnell greifen kann, wenn ich Ermutigung brauche. Und so griff ich nach diesem Heftchen und schlug es beliebig auf und blieb an der Bibelstelle hängen aus Philipper 4, Vers 7. Und der Friede Gottes, der allen Verstand übersteigt, wird eure Herzen und eure Gedanken bewahren in Christus Jesus. Ein bisschen musste ich doch lächeln mitten in diesen Schmerzen. Der Friede Gottes, der höher ist als alles. Der Friede Gottes wollte jetzt über diese Situation Herrschaft ausüben. Ich musste diesem Frieden Gottes in mir Raum schaffen, dass er sich ausbreiten konnte. Denn ich wusste, dieser Friede Gottes wird mir gleichzeitig zu einer Kraftquelle werden. Ich dankte dem Herrn für seine Zusage. Ich dankte ihm für das Blut, was er vergossen hat, für meine Heilung. Ich dankte ihm, dass er sich auch um diese Situation jetzt kümmerte. Und so war es wie ein Wunder, dass gegen Abend mich jemand anrief, mit dem wir viele, viele Monate nichts zu tun hatten. Er konnte gar nicht wissen, in welcher Situation ich bin. Und dieser Pastor fragte nach mir, wie es mir geht. Und er betete mit mir. Und am nächsten Morgen konnte ich tatsächlich ohne Schmerzen aufstehen. Gott hatte sich über diese Situation erbarmt. Ich hatte seinen Frieden geschmeckt in meinem Herzen und der äußere Zustand entwickelte sich hinein in ein Wunder. Und so möchte ich dich ermutigen, wenn du in einer schmerzhaften Situation bist, die muss nicht unbedingt eine Krankheit oder so ein plötzliches Ding sein. Es können viele, viele Dinge sein, die dich herausfordern. Streck dich nach diesem Frieden Gottes aus und nutze das, dass du in die Nähe Gottes dich selbst hineinbetest, dass du dich selbst hinein ausstreckst, ein Wort von ihm zu empfangen, was dich ermutigt. Genau wie jetzt, wenn du dieses Wort hörst aus Philipper 4, der Friede Gottes.
der soll dich bewahren in deiner Herausforderung, gerade jetzt. Gott hat mehr für dich.